Der Tausendsasser Kalle Pohl ist bei uns zu Gast. Polizeihauptwachmeister. Nee, Polizei, auf jeden Fall bei der Polizei. Betone das nicht so oft. Nee. Also ich meine, es ist so, das ist lange her. Man sagt zwar einmal Bulle, immer Bulle. Aber ich habe immer noch ein Auge dafür. Ich habe hier vor dem Studiogebäude, glaube ich, 7 Pkw im Fall. Absolut ein Halteverbot gesehen. Aber ich mache da nichts mehr. Ich rufe gleich die Kollegen an. Sollen sie aber da fühlt mein Auto auch. Oh, da müsste ich nochmal anrufen. Ich nehme dann einfach dein Telefon ab, ne? Und dann kannst du das gar nicht machen. Ja, ja. Dann hast du eine klassische Gitarrenausbildung. Musikhochschule Köln. Genau. Hast auch schon Stücke geschrieben oder Skizze geschrieben für Harald Schmidt und für viele andere. Hast natürlich auch ganz oft auf der Bühne gestanden, aber da liegt deine Gitarre. Deswegen würde ich ja gerne mal, dass du mal in die Hand nimmst und vielleicht uns was vorspielst. Ich war Gitarrenlehrer. Mhm. Da hast du angesprochen, ich könnte dir vielleicht zeigen, wie man Flamenco, sagt dir was. Ja, ja, klar. Guck mal, das ist der erste Griff, ein wichtiger Griff bei Flamenco ist E-Dur. Baut man diese drei Finger, die setzt man einfach so da drauf. Mhm. Und das Praktische bei diesem Griff, die kannst du verschieben um einen Bund höher, so und so. Ja, und dann brauchst du eigentlich mit der rechten Hand, um das zu machen. So, jetzt bist du dran. Oh. Okay, das Ding ist nur, ich bin so klein, ich krieg das nicht mit den Fingern hin. Ach, du müsstest eine Damengitarre haben, sehe ich. Das gibt's tatsächlich. Ist das so richtig? Nee, ne? Das sieht eher aber so ein bisschen jazzmäßig aus. Das ist gut. Ja, aber wenn du dann da so mal einfach... Du bist ein Talent. Ja, ich sollte vielleicht lieber für deinen Tanzen dazu, während du spielst. Ne? Ja, das würde ich ganz gerne sehen. Offen gestanden. Okay, ich leg's mal wieder beiseite. Nein, du kannst es gerne in der Hand halten, weil ich würde jetzt gerne Wannabe a Schlagerstar anspielen. Au. Ja, und vielleicht kannst du da mitspielen. Wir lassen es mal kurz laufen im Hintergrund. Fängt so an, glaube ich. Hat alles gekippt. Wanna be a Schlagerstar and make the money, alles klar. And make a song, a simple hit, und alle people singen mit, sie kennen das schon. Doch grübel not too much for the text. Denn niemand in the world ist perfekt. Yeah, denk about what jeder kann. Und dann beginn zu singen an. Oh, singing la 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 la. All the people together, jetzt come on, do it, yeah. La 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 la. Ja, lass das gehen, Leute, lass das gehen. Und das singen sie alle mit, die Schäfchen. Wunderbar. Das ist ja wirklich, also es ist gar nicht so leicht, Schlagerstar zu sein, glaube ich. Man muss ja schon sowas Gutes schreiben. Also Atemlos in der Nacht oder wie das Song heißt, das wäre ja schon gut gewesen. Naja, und das hat ja auch seine tragischen Seiten, wie wir von Roy Black und Rex Gildo und so manch anderem, Chris Roberts, die dann später nicht mehr das waren, was sie mal schienen. So als klassischer Gitarrist, hörst du denn gerne auch Klassik zu Hause oder hörst du auch mal Schlager oder was hörst du privat zu Hause? Also ich mache das wie in meinem Soloprogramm. Ich sorge dafür sehr viel Abwechslung. Mhm. Ich mache im Soloprogramm nicht nur Stand-up oder Gedichte oder Akkordeonsongs oder Geschichten erzählen, lustige, sondern von allem etwas. Mhm. Und in der Musik, ich höre Klassik. Ich höre nach wie vor Mozart und Beethoven mit Vorliebe. Ich höre Jazz, John Coltrane höre ich sehr gerne. Ich höre gute Popmusik, Eric Clapton immer noch. Aber auch wenn es gute neue Songs gibt, höre ich die auch gerne. Die Abwechslung ist mir wichtig. Und bei welcher Musik hast du die meisten Inspirationen, was so die neuesten Witze angeht oder einen Programm? Hast du da, gibt es da Musik, vielleicht sogar bei Beethoven, wo du sagst, Mann, das inspiriert mich und komme ich auf die besten Gedanken? Na, mich hat zum Beispiel der Wilhelm Tell inspiriert. Und er hat schon ein Stück davon in meinem Programm eingebaut. In dem neuen Programm Selfie, in dem ich sogar Ballett tanze. Ach. Nicht allzu lange, aber so ein paar Schritte und einen deftigen Sprung am Ende. Und da klingt dann... Das ist sehr ergreifend. Und schade, dass du das jetzt gesagt hast, ne? Weil ich werde dich natürlich jetzt auffordern, ein bisschen zu tanzen. Oh,
Ich habe das nicht dabei, die Musik. Das geht jetzt nicht. Wir haben aber bestimmt noch irgendwie einen Tell im Schrank. Wir müssen auf jeden Fall ins Programm gehen. Genau, kalle-pol.de, da sind die Tourdaten drauf. Und da kann man ihn sehen. Selfie and Delphi ist das Programm. Wir haben über deine Tochter gesprochen, ganz kurz, ja, vor der Pause. Und sie ist gerade auf großer Reise in Asien und ganz lange Zeit weg. Und ich habe gestern Abend meinen Sohn gefragt, der ist 8. Was würdest du denn Kalle Pohl denn fragen, wenn du jetzt weißt, dass deine Tochter weg ist? Und dann hat er gesagt, ich würde ihn fragen, hat er sich das gewünscht, dass die weggeht? Oh. War das denn so, dass du dir gesagt hast, ja komm, geh mal ein bisschen in die weite Welt und erleb was? War wahrscheinlich nicht so. Im Gegenteil, ich war etwas zu bange, glaube ich. Und habe gedacht, oh, ja, aber alleine ein mit der Freundin, sagte sie. Und ich hatte schon ein bisschen Schiss. Dann ist sie denn unterwegs jetzt? 5 Monate. Also jetzt ist sie 2 Monate unterwegs und noch weitere 3 Monate, insgesamt 5. Ich habe dann aber 2 Menschen gesprochen, die waren oft in Asien und sagten, das ist genau das Richtige, das ist super, das ist klasse, dass sie das macht, das wird sie weiterbringen. Es kann nur eines passieren, dass sie vielleicht nach 10, 15 Tagen anruft und sagt, Papa, ich komme nicht mehr zurück, weil das so toll ist. Mhm. Und sie hat jetzt ein paar Mal geschrieben, also wir sind ständig, täglich eigentlich in Kontakt, schreibt sie, und dass es phänomenal ist. Und das, was sie erlebt, da bin ich sehr neidisch mittlerweile. Hast du sowas auch schon mal gemacht? Hast du so eine große Reise angetreten und warst dann lange, lange weg? Nein, ich bin häufiger in Spanien, wenn es geht, in meinem Domizil, aber so weit weg. Ich war mal in Thailand, was eben ja eine ganz andere Welt ist als eben Europa, sage ich mal. Aber das, was sie da macht, finde ich toll. Dass die Kinder sich aber du vermisst sie sehr. Ich vermisse sie wahnsinnig, ja, das ist schon. Aber sie ist im Aufbruch jetzt halt und sie ist jetzt 19, sie wird dieses Jahr 20 und naja, sie wird gehen. Und das ist halt eben für alle Eltern, glaube ich, immer dieser Punkt, wo man sagt, du hast 2 Kleine, glaube ich, das sind die goldenen Jahre halt, bis 10 oder 11 oder so. Und dann gehen sie aus der Kindheit raus und mit nach Abitur, was sie jetzt gemacht hat. Und mit 19, 20, da gehen sie halt langsam weg. Oh, ist denn das Video, was du auf Facebook gepostet hast, wo es um deine Liebsten geht, also das muss man weiter runter scrollen, schön, dass es euch gibt, das können wir jetzt mal einspielen. Und da sieht man ganz viele besondere Menschen in deinem Leben. Ja. Wer ist denn das alles? Wir können jetzt mal reinschauen. Das ist sie mit ihrer Freundin Miriam. Das ist deine Tochter, genau. Ja, das ist Isabel Varell, mit der habe ich diese wunderbare Sache mit WDR Scharf gemacht. Das ist Joyce Ilk mit ihrem Freund Chris. Sie ist ja ein YouTube-Star in Deutschland. Das ist eine wunderbare Schauspielerin, Astrid Straßburger, mit der habe ich Theater gespielt und werde wieder mit ihr spielen. Das sind die beiden süßen Hunde von meiner Tochter, Tosca und Snoopy. Auf die passt du gerade auf. Ja, genau. Das ist Mark Bell und Christos Milanis. Und mein Management. Ja, auch sehr liebe Menschen. Ganz liebe Menschen, sagen. Deswegen sind die auch dabei. Da sind nochmal meine Tochter und die beiden Hunde. Nochmal dieser Joyce Ilk und Chris. Und was hat dich dazu bewegt, dieses Video zu schneiden und zu machen? Ja? Erich Firch, ein Freund, ein toller Autor, der auch Theaterstücke schreibt. Aber das ist ein ganz berühmter Musiker aus, jetzt fällt mir der Name nicht an, meiner Tochter wird mich wird schimpfen. Und das ist ein Snoopy um die Ecke hier, genau. Es ist auf jeden Fall sehr rührend, das zu sehen, auch wenn man gar nicht die Lotte kennt. Aber warum hast du das gemacht? Was hat dich, war das, weil deine Tochter weg ist und weil du dachtest, ich würde das jetzt, das bewegt mich gerade? Ja, auch deswegen. Es gibt so Abende, da habe ich halt ein Glas Wein getrunken oder anderthalb. Und dann bastel ich gern sowas zusammen. Und gerade das hat wunderbar mit der Musik gepasst und die Bilderfolge. Und naja, weil das ist auch ein Ausdruck meines Herzens. Und gerade YouTube ist ein schönes Forum, um das da zu zeigen. Ne? Definitiv, da gibt es ja immer, also schreibst du oder stellst immer ganz viele Sachen rein. Ich würde trotzdem noch mit dir sprechen über dein Programm, beziehungsweise über das, was du in den letzten Jahren eben gemacht hast. Du bist ja schon so lange dabei. Ist es so, dass man dann entspannter wird, wenn man ein neues Programm schreibt? Oder ist es so, dass man eher denkt, oh, hoffentlich fallen mir genug Sachen ein für ein neues Programm? Das hast du, glaube ich, jedes Mal, das hatte ich vor 30 Jahren, wie jetzt auch, dass du sehr gespannt oder auch angespannt bist, was
kann man noch machen, was ist schon alles gemacht worden. Mittlerweile gibt es ja nur ein Riesenangebot an Comedians und Kabarettisten und so weiter. Und da musst du schon was auf die Bühne bringen. Da reicht keine gute Viertelstunde, da müssen anderthalb Stunden gut sein. Das ist wie, dauert fast 9 Monate wie ein Kind kriegen, sage ich. Es ist viel, viel, viel Arbeit. Probieren, dann gehst du auf die Bühne und denkst, hier habe ich eine wunderbare Nummer und dann funktioniert die nicht. Dann schmeißt du die wieder raus, dann musst du was anderes machen und so. Aber ich habe immer sehr viel auf der Bühne probiert, mit dem Publikum. Das war immer so mein Weg. Da muss man manchmal eben auch... Ich hätte fast gesagt, die Hose runterlassen. Aber es wäre doch auch mal was. Ja, heute wäre das ein Knaller, glaube ich. Ja, eben. Das hat sich ja schon ein bisschen anders entwickelt. Ja. Findest du die Entwicklung gut, dass es ein bisschen derber wird manchmal? Oder ist es gar nicht so schön? Also ich habe nichts dagegen, wenn man mal ein paar richtig gute Karlauer bringt. Das traue ich mich auch. Aber wenn es zu oft nur einfach hier ums magische Dreieck, also unter der Gürtellinie, das finde ich dann nicht mehr so spaßig. Ein bisschen Anspruch, ein bisschen Intelligenz. Ist schon ganz gut. Da sage ich dazu, Drop, Hitris, ärger dich nicht. Da hören wir jetzt auch mal rein und da kannst du vielleicht, während wir da reinhören, mal kurz erzählen, worum es da geht. Also, dass man sich nicht ärgert wahrscheinlich. Ja, Drop, Hitris heißt das. Ja, Drop, Hitris, ärger dich nicht. Ja, im Grunde heißt das Lied, darf man das hier sagen? Klar. Scheiß drauf, genau. Das darf man auf jeden Fall sagen. Wenn ich dich schon so auffordere, deine Hose runterzulassen, dann kannst du auch Scheiß drauf sagen. Genau, kein Problem. Ja, es geht einfach so darum, welcher Mensch hat nicht irgendwie jeden Tag oder jede Woche oder überhaupt häufig im Leben irgendwie mit irgendwelchem Ärger zu tun oder Dinge, die ihm quer laufen oder was eben nicht gut ist und worüber er sich ärgert. Das war ein Grund, dieses Lied zu machen und zu singen und einfach zu sagen, ja, weißt du was, scheiß drauf, es ist eben so. Shit happens. Und das Leben ist zu kurz. Man kann es auch so nehmen. Genau. Ich finde, mit Scheiß sollten wir einfach aus der Sendung rausgehen. Ich danke dir sehr, dass du bei uns zu Gast warst. Ihr könnt Kalle Pohl liken auf seiner Facebook-Seite. Ihr könnt aber auf seine Seite auch draufgehen, kalle-pohl.de. Alle Tourtermine euch anschauen. Noch andere tolle Sachen sind auf der Seite drauf. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute und komm bald wieder zurück zu uns. Scheiß schon drauf. Vorbei. Ja, schon vorbei, so schnell geht das. Ja, dann scheiß drauf. Ja, eben. Vielen Dank. Danke auch. Danke. Beide Hände. Und bist trotzdem bei 5 am Ende. Ärger dich nicht, ist alles halb so schlimm. Bist du als Lover mal ganz groß und dann sagt sie, wann geht's denn los? Dann ärger dich nicht.